Auch die Verfassung ist nur ein Gesetz. Die Verfassung garantiert uns Abwehrrechte gegen den Staat. Das ist nur eine Illusion, denn sie kann jederzeit geändert werden. Und es ist nicht einmal nötig, dass so ein verfassungsgemäßes Abwehrrecht abgeschafft wird. Es ist alte und oft praktizierte Tradition in Österreich, dass ein Gesetz, das verfassungswidrig ist, selbst in Verfassungsrang gehoben wird. Ich sage nur Wiener Taxiverordnung. Die ist inzwischen zwar nicht mehr im Verfassungsrang, aber wird auch heute noch gern als Beispiel für diese Unsitte angeführt. Nehmen wir ein anderes Beispiel: das unterschiedliche Pensionsantrittsalter von Männern und Frauen. Eindeutig verfassungswidrig, widerspricht eindeutig dem Gleichheitsgrundsatz. Und das wurde auch schon 1990, vor 30 Jahren, bereits vom Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig beurteilt. Und wie schaut's aus? Gehen Frauen und Männer nun im gleichen Alter in Pension? Nein, natürlich nicht. Und was könnte passiert sein? Ganz richtig, die Altersgrenzen wurden selbst zur Verfassung. Die Mächtigen interessiert die Verfassung nicht. Und das ist schlecht. Die Verfassung schützt nicht vor Tyrannei, da sie ausgehebelt werden kann. Und wie immer bei mir, die Lösung dieses Problems ist das Naturrecht. Das steht über der Verfassung. Das ist auch anerkannte Rechtslehre, nur kümmert sich keiner drum. Wir müssen die Rechtspositivisten in der Justiz durch Leute austauschen, die was von Recht verstehen, die sich dem Recht und nicht dem Staat verpflichtet fühlen.